Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, kein kurz angespielt, sondern einer kleinen Erklärung. Das wird ein Zusammenschnittvideo zur Installation von FreeDoom, Zandronum, ZDoom, BrutalDoom, was auch immer man möchte. Das habe ich, da gab es Anfragen an uns. Ich habe ja vor kurzem ein kleines Vergleichsvideo hochgeladen auf Holase, was zwei Spielmodi von BrutalDoom zeigt. BrutalDoom. Und jetzt gab es die Anfrage so, hey, ist super, dass ihr da den Vergleich gemacht habt, aber wie kriege ich das denn auf mein System geholzt? Ich gebe zu, in der heute Steam-verwöhnten Welt ist das nicht so einfach, wie man es vielleicht dann mittlerweile gewöhnt sein könnte. Daher soll das quasi ein kleines Erklärungsvideo sein, was ich nachher zusammenschneiden werde, um diese ganzen Downloads und Zwischensequenzen quasi auszuschließen. In der Hoffnung, dass es kurz und knapp wird und den Leuten einen kurzen Eindruck zeigt, wie man da vorgehen kann. Kümmern wir uns als erstes um den Download der benötigten Dateien. Wir benötigen zu diesem Zweck eine Engine für Doom. Da kommen uns, entweder nehmen wir die ZDoom Engine oder Zandronum, die glaube ich darauf basiert, auf ZDoom. Weil das ist, hier geht es ja auch eher um GZDoom. Dann brauchen wir Watt-Files, da ich keine Lust habe, hier auf Abandonware-Seiten rumzukreuchen, beziehungsweise da ich Doom so nicht besitze, noch nicht. Nehmen wir die FreeDoom-Files, die FreeDoom-Watts. Wir hoffen, dass das ohne weiteres funktioniert. So, da kommt auch jeder ran, macht sich keiner strafbar. Alles gut, alles toll, alles prima. Und natürlich brauchen wir den Mod an sich. Das ist dann BrutalDoom. Und ja, da werde ich mir jetzt erstmal darum machen, die Dateien entsprechend runterzuladen. BrutalDoom Version 21, Public Beta April 2018, warum nicht? ZDoom, genau das gleiche. Downloads an der Stelle. GZDoom hatte ich eben schon angekündigt. Wie es scheint, muss man sich GZDoom selber basteln. Dann Zandronum, auch hier wiederum auf Downloads. Ich verzichte jetzt nach Möglichkeit auf systemweite Installation. Der ja, Porter Stabilität halber. Das sieht gut aus. Datei speichern. FreeDoom Download. FreeDoom Phase 1 und 2. FreeDM verzichten wir gerade mal drauf, beziehungsweise habe ich nicht getestet. Also FreeDoom Phase 1 und 2. ZIP-Datei speichern. Okay, Download soweit durch. Was uns hier hinbringt, in das Download-Verzeichnis entpacken wir den Quatsch erstmal hier an der Stelle. Ich mache es jetzt für beide Engines, in der Hoffnung, dass beide Versionen laufen werden. Hier entpacken. Schön, dass ich vier Dateien entpackt habe und nur drei da sind. Alles klar. Gut. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Spiele, Video, Brutal, Hot Doom, How To. Einmal GZDoom an Zandronum, also Zandronum dort hinein, GZDoom dort hinein. Und dann die beiden jeweils einmal in Kopie davor, beziehungsweise hier kann ich es auch hinkopieren, hin verschieben. Okay. Probieren wir uns als erstes an GZDoom. Das ist das, was man in dem Video, im besagten Video, gesehen hat. CMake. Einmal CMake lief soweit glatt durch. Gucken, ob Make genauso glatt durchläuft. Also, der Make-Prozess ist soweit fertig. Wir haben jetzt eine ausführbare Datei gzdoom, die aber noch nichts kann. Das ändern wir mit chmod plus x auf gzdoom. Also quasi die Datei, die wir jetzt neu haben, welche übrigens die hier ist, ausführbar machen. Und diese sollte sich jetzt starten lassen, aber es fehlen noch die Dateien. Das dürft ihr gleich bemängeln. Genau, cannot find, bla 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 bla. Did you install properly? You either have to do the following. Also entweder
platzieren wir die Dateien, die wir brauchen, unter home-verzeichnis.config.gz-doom oder wir passen die Konfigurationsdatei entsprechend an, um auf einen anderen Pfad zu verweisen. In dem README, was mir zur Verfügung steht, steht allerdings, es würde genügen, die Dateien in den SourcePort-Folder zu verschieben. Darunter verstehe ich jetzt mal diesen Ordner hier. Das heißt, diese Datei schneide ich aus, füge ich hier ein. Also die BrutalDoom-Dateien, die FreeDoom-Dateien, nehme ich auch mal alle mit, schneide ich aus und füge sie ebenfalls hier ein. So. Wenn wir GZ-Doom, nachdem wir die Dateien entsprechend kopiert haben, jetzt starten, dann fällt uns auf, dass alle Grafiken im Spiel noch nicht so sind, wie wir das gerne wünschen. Das sind die Dateien, wie man sie von der FreeDoom-Version kennt. Ich zeige das gerade mal. So. Schauen wir uns da vorne mal die Gegner an. Also das sind definitiv nicht... Also. Das sind definitiv nicht die Dateien, wie wir sie erwarten. Wie es aussieht, muss GZ-Doom mit entsprechenden Dateien gefüttert werden, um vernünftig zu starten. Wir sagen ihm an der Stelle, geben ihn quasi auf Konsolenebene mit, kann man auch in den Launcher packen, File FreeDoom 1.watt für die Episode 1. Das ist das, was er eben abgefragt hat. Wir können das aber auch direkt mitgeben. Und wir möchten, dass er benutzt BD 21. So. So sollte das gehen. Oh, ich nehme alles zurück. Das sieht gut aus. Er hat zumindest schon mal den Rival Start, also diese typischen Brutal Doom Einstellungen. Sind wir mit Google unterwegs. Alles Klärchen. Also, das zu dem Thema. So startet man BZ-Doom, GZ-Doom mit Brutal Doom und überhaupt und sowieso. Kommen wir nun zu der anderen Variante. Das Ganze nochmal über Zandronum laufen lassen. Zandronum ist so freundlich und liefert uns eine Linux-Binary mit. Falls GZ-Doom das auch an irgendeiner Stelle tut. Tut es mir leid, ich habe es auf Anhieb nicht gefunden. Diese lässt sich jetzt so erstmal nicht starten, denn auch hier fehlen die entsprechenden Dateien. Das tut er auch anmerken. Er möchte wiederum, genauso wie GZ-Doom, dass wir die Dateien unter .config ablegen. Hier steht's. Wir versuchen das erneut zu umgehen, beziehungsweise nicht zu tun, indem wir auch hier die Dateien, so wie sie da liegen, einfach mit in das Root-Verzeichnis von dem Spiel packen. Hätte man noch eleganter über den Terminal lösen können, hatte ich jetzt aber keine Lust drauf. So, alle Dateien, die er tendenziell braucht, liegen da. Wir versuchen das nochmal. Er fragt uns ab, was wir starten möchten. Wir starten erneut Phase 1. Oh, das Ganze geht im Vollbild auf. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Also halb Vollbild. Okay, New Game. Also Zandronum an der Stelle ein bisschen zickig, was die richtige Auslösung von BD angeht. Wir versuchen auch hier nochmal Zandronum manuell zu füttern. PK3. Da werden zumindest die Brutal Doom Options angezeigt. Das sieht also gar nicht so schlecht aus. Okay. Und ich glaube, wir sind. Brutal Doom unter Linux mit GZ-Doom oder mit Zandronum. Zandronum. Wie auch immer. Und ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein.
Viel mehr ist es eigentlich nicht. Es geht relativ fix. Was man nicht vergessen darf, ist, wenn man das Spiel startet, sind alle Einstellungen so eingestellt, wie das vor, ja, sage und schreibe, oder literally 20 Jahren der Fall war. Das heißt, das Erste, was ihr machen solltet, ist in dem Fenstermodus, in dem sich das Spiel öffnet, sowohl bei GZ Doom als auch unter Zandronum, und in Konfigurationen eure Config anpassen, die Bildschirmauflösung hochstellen, diverse Grafikeinstellungen hochschrauben oder anschrauben und ganz, ganz wichtig, die Steuerung auf eure Spielverhältnisse anpassen, denn sind wir ehrlich, mit den Pfeiltasten, Leertaste und Steuerung spielt heute keiner mehr. Das kommt aus einer Zeit, als es noch keine Mäuse gab oder die zumindest nicht allgegenwärtig waren. Und ja, heute ist es halt der Fall, dass man mit WASD und sowas halt rumdaddelt und vor allem mit der Maus. Free Mouse Movement ist ein schönes Stichwort. Das müsst ihr noch anpassen. Ich denke, das kriegt ihr alleine hin. So viel zum Thema Installation und Inbetriebnahme von Brutal Doom, den Free Doom Watt Files mit GZ Doom oder Zandronum. Ich hoffe, geholfen zu haben. Wenn ihr noch Fragen habt darüber hinaus, bitte her damit. Ich versuche das Ganze auch nochmal in Schriftform irgendwie in einen Artikel zu knallen, aber ich kann nicht versprechen, dass das funktioniert. Und ja, hier mache ich erstmal Schluss. Das war Meldrian für Hulase. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut, haut rein. Und tschüss.